Moin Freunde, willkommen zum nächsten Video. Ein großes Dankeschön an die Firma SID RC Factory für diese zwei Panzer, das Maßstab 1:28 RC Battle Tanks. Das heißt, wir können uns hier auch quasi abschießen. Aber viel mehr will ich gar nicht verraten. Wir packen das jetzt mal gemeinsam aus und dann werden wir rausgehen und das gemeinsam testen. 1, 2 und 3. Ja, das sind sie, die zwei. Ja, der Akku, der kommt hier unten rein. In dieser Klappe. Wir haben dabei zwei 700 mAh Akkus. Und wir haben dabei zwei Ladegeräte. Das finde ich richtig gut. Da muss man nicht einen Akku nach dem anderen aufladen, sondern man kann beide auch gleichzeitig aufladen. Man kann schneller loslegen. Ja, das sind die Fernbedienungen. Hier kommen auch nochmal Batterien rein. Und hier haben wir noch zwei Männchen. Die werden wir dranbauen. Und dann sehen wir uns draußen. Let's go! Yes, da sind wir wieder. Wir werden jetzt hier ein richtig schönes Battle ausführen auf unserer Crawler-Strecke. Also folgendermaßen. Man hat quasi drei Leben. Wenn man jetzt den Panzer anschaltet, leuchten alle Lämpchen. Wenn man jetzt einmal getroffen wird, funktioniert eine Kette nicht mehr. Man kann aber den Turm noch bewegen, man kann noch schießen, man kann auch mit einer Kette fahren. Wenn man nochmal getroffen wird, funktionieren beide Ketten nicht mehr. Man kann den Turm aber noch bewegen und schießen. Wenn man nochmal getroffen wird, hat man verloren. Und das Spiel fängt von vorne an. Ich will euch jetzt gar nicht lange zulabern, wir fangen jetzt an. Let's go! Es gibt wahrscheinlich einen Knopf. Jetzt Spiel Nummer 1. Wo bin ich? Wo bist du? Jetzt komme ich. Einmal getroffen. Einmal getroffen. Was kannst du noch? Nix. Doch, leuchtet den Turm fahren schon, oder? Hä? Nee, das war die Runde, die geht an mich. Ey. Aha. So, Spiel Nummer 2. Wo bist du? So, Spiel Nummer 3. Mein Junior hat jetzt auch gewonnen. Mayday, 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 wir brauchen Hilfe, dringend. Eine Kette ist ausgefallen, wir ziehen uns zurück. Ah nein, keine Chance mehr. Er hat uns nochmal getroffen, jetzt geht nur der Geschützturm.
Jetzt müssen wir sehen, dass wir ihn außer Gefecht setzen. Wir bitten um Hilfe mit einem Kampfhubschrauber. Mayday, mayday. Ah! Ja, Freunde, wie ihr sehen konntet, das macht mega Bock. Okay. Ja. Ja. Und das für 69,99 Euro. Jetzt pass auf, jetzt passt mal auf, jetzt kommt's. Wenn ihr den Code JS-10 eingebt, dann bekommt ihr sogar noch 10% auf das Ganze. Hier nochmal ein großes Danke an die Firma SID, die mir die beiden Fahrzeuge hier oder vielmehr die beiden Panzer, die beiden Supertanks gesponsert haben. Ich finde, die sehen auch sehr realistisch aus für das Geld, kann man nicht meckern. Wir werden jetzt hier noch weiterspielen, bis die Akkus leer sind. Freunde, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.